Hallo und Servus bei Geschichte Tag für Tag. Heute haben wir den 4. Januar. 1248 wird in Spandau bei Berlin vom damaligen Markgrafen Johann I. von Brandenburg die Gründungsurkunde für die Stadt Neubrandenburg geschrieben. 1642 dringt der damalige englische König Karl I. mit 400 Bewaffneten ins House of Commons ein, um die Rädelsführer festzunehmen, die ihn absetzen wollten. Darunter dieser Oliver Cromwell, von dem werden wir die nächsten paar Wochen noch ein bisschen mehr hören. Auf alle Fälle ist er der Rädelsführer nicht habhaft geworden, die sind vorher schon geflohen, haben aber dann wirklich einen Putsch angezettelt und so kommt es in Großbritannien einmal mehr zu einem Bürgerkrieg. 1947 erscheint die erste Ausgabe vom Spiegel. Und trotz allem, dass das im Jahre 1950 passiert, ist es doch heute wieder, ja, relativ aktuell. Und zwar erklärt Israel eben in diesem Jahr an dem heutigen Tage Jerusalem zur Hauptstadt und verstößt damit gegen Beschlüsse, die die UNO gefasst hat. Einen interessanten Geburtstag habe ich noch. Und zwar wird im Jahre 1643 Sir, seit 1705 ist er geadelt worden vom britischen Königshaus, Isaac Newton geboren. Der Vater der klassischen theoretischen Physik entdeckte die drei Axiome der Mechanik. Newton formulierte das Gravitationsgesetz und lieferte grundlegende Beiträge zur Himmelsmechanik. Da gibt es auch diese Geschichte, dass er unter einem Apfelbaum liegt und ihm eben ein Apfel auf den Kopf fällt und leichte Schläge auf den Hinterkopf fördern das Denkvermögen. Auf alle Fälle beginnt er nachzudenken, wenn ein Gegenstand aus gewissen Höhen herunterfällt. Wieso fällt er gerade dahin und nicht 2 Meter weiter oder schwebt erst wie auch immer und kommt eben darauf, dass es alles, was herunterfällt, eben zu einem imaginären Punkt in unserem Himmelskörper strömt. Für damalige Verhältnisse finde ich eine erstaunliche Denkweise. Das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, wir sehen uns morgen und ich sage Servus.